Die Thematik rund um die längsten Non-Stop-Flugverbindungen der Welt, da war es wohl selten so spannend wie jetzt gerade in den letzten Monaten. Und auch bei euch sorgt das immer für massig Diskussionsstoff. Ist auf der einen Seite natürlich auch irgendwo einfach so eine Prestigesache, wer hat den längsten Flug. Auf der anderen Seite kann man ja aber auch mal versuchen, die Details hinter dieser Thematik ein bisschen besser zu verstehen, sich die Gründe für das Ganze anzugucken, weil es muss ja Gründe dafür geben, dass dieses Thema Ultralangstrecken zurzeit so befeuert wird. Und es sieht so aus, als würde eine Fluggesellschaft auf der Welt nach der nächsten eine Ultralangstrecke nach der nächsten ankündigen. Und sie werden ja jetzt auch echt Stück für Stück immer weiter umgesetzt. Und mit Air Tahiti zum Beispiel kündigen sich jetzt auch Fluggesellschaften an, die man bei diesem Thema vielleicht gar nicht so sehr auf dem Zettel hatte. Und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich wünsche euch allen schon mal einen guten Start in die neue Woche. Wenn jeder jetzt mal versucht, sich so ein bisschen daran zu erinnern, wann wie viel über Ultralangstrecken, über ultralange Nonstop-Flugverbindungen gesprochen wurde, dann muss wohl niemand richtig lange überlegen, um zu erkennen, dass das zwar schon immer ein Thema war, keine Frage, aber so richtig abgegangen ist das jetzt erst wieder in den letzten 1 bis 2 Jahren. Auf Neudeutsch könnte man quasi sagen, Ultralangstrecken erleben gerade einen richtigen Hype. Und das ist selbstverständlich nicht so, weil die Fluggesellschaften da jetzt gerade mal Lust drauf haben und eine Ultralangstrecke nach der nächsten auf den Markt bringen möchten. Oder weil sie vielleicht eben gerade erst diesen prestigeträchtigen Titel des längsten Nonstop-Fluges der Welt für sich entdeckt haben. Nein, dieser Trend kommt selbstverständlich mit den neuen und jetzt endlich auch für viele Fluggesellschaften verfügbaren Flugzeugmodellen. Speziell geht es da um den Airbus A350 und die Boeing 787. Dabei ist ganz wichtig, und das sollte man bei dieser Thematik auf gar keinen Fall vergessen, diese Flugzeugmodelle Airbus A350 und Boeing 787, die machen diese Ultralangstrecken auf gar keinen Fall erst möglich. So weit fliegen können Fluggesellschaften schon mit anderen Flugzeugtypen eine ganze Weile, aber Airbus A350 und Boeing 787 bringen eben das nötige Plus an Effizienz mit, um diese Strecken, um diese Ultralangstrecken jetzt endlich mal gewinnbringend fliegen zu können. Heißt, A350 und Boeing 787 geben den Fluggesellschaften und mittlerweile, wo diese Flugzeugtypen zu Hunderten ausgeliefert werden, geben sie den Fluggesellschaften aus aller Welt die Möglichkeit, solche Ultralangstrecken gewinnbringend anbieten zu können, sodass die Fluggesellschaften damit auch endlich mal wirklich Geld verdienen können und nicht Geld für eine solche Strecke verbrennen, nur um diesen Titel, längste Nonstop-Verbindung der Welt, für sich beanspruchen zu können. Weil so viel ist das dann auch wieder nicht wert. Und ich finde, das hat tatsächlich auch sehr, sehr große Ähnlichkeiten zum Überschall-Passagierflug. Denn überlegt mal, es war bereits ab Dezember 1975 mit der TU-144 beziehungsweise ab Januar 1976 mit der Concorde möglich, ja, knapp 100 Passagiere mit etwas Glück mehr oder weniger alltagstauglich in unter 3 Stunden über den Atlantik zu fliegen. Das ist schon mal ein Argument. Der im Jahr 1996 mit der Concorde aufgestellte Rekord für die Strecke New York-London liegt bei 2 Stunden, 52 Minuten und 59 Sekunden. Und das ist bis heute die schnellste Atlantiküberquerung in der Geschichte der zivilen Luftfahrt. Und bereits im Jahr 1974 zeigte man, was genau mit den neuen Überschallpassagierflugzeugen so alles möglich ist. Da schickte man eine Concorde und eine Boeing 747 gleichzeitig von Boston in den USA aus nach Paris. Die Concorde war selbstverständlich schneller in Paris, blieb da aber eine Stunde knapp am Boden, wurde wieder vollgetankt und dann wieder zurück nach Boston geschickt und sie landete tatsächlich in Boston, bevor die Boeing 747 überhaupt erst in Paris angekommen war. Kurz nach der Indienststellung der Concorde im Jahre 1976 sah das mit der Auslastung auf den verschiedenen Passagierflügen von Air France oder British Airways auch gar nicht so gut aus, also die Maschine stand schon da wahnsinnig doll in der Kritik und wurde nicht so von den Leuten angenommen, wie man sich das eigentlich erhofft hatte. Aber gerade so die Strecken, die zum Ende hin, zum Ende der aktiven Zeit bei British Airways dann ja, mit der Concorde durchgeführt wurden, die erfreuten sich eigentlich immer einer Auslastung von über 90%. Und trotzdem war es nicht möglich, mit diesem Flugzeug auf lange Sicht auch nur ein bisschen Geld zu verdienen. Der Absturz einer Concorde im Juli 2000 war vielleicht der Anstoß, aber das wirkliche Ende der Concorde war schon lange vorher durch die nicht vertretbare Unwirtschaftlichkeit dieses Flugzeuges besiegelt. Eine Boeing 747 zum Beispiel, die verbraucht im Flug pro Stunde vielleicht irgendwas, je nach Version und je nach Beladung, irgendwas zwischen 11.000 und 13.000 Litern Kerosin. Das ist eine ganze Menge, das Flugzeug hat 4 Triebwerke, ist aber auch mit 450 Passagieren oder vielleicht noch mehr Passagieren unterwegs. Eine Concorde verbraucht pro Flugstunde knapp 26.000 Liter Sprit.
also gut das Doppelte. Da sitzen aber nur gut 100 Passagiere drin. Dabei ist klar, die Concorde ist natürlich auch nicht annähernd so lange unterwegs wie die Boeing 747. Heißt, wenn das Flugzeug ja zum Beispiel eben von Boston nach Paris fliegt, da kann die Concorde einfach schon hin und zurück fliegen. Nichtsdestotrotz ergibt sich dann bei der Concorde ein Verbrauch pro Passagier von etwa 12 bis 13 Litern Sprit pro geflogenen 100 Kilometern. Bei der Boeing 747 sind das je nach Version etwa 4,5 Liter und mit der 747-8 kommt man auch weit unter die 4 Liter und erreicht dann einen Verbrauch von vielleicht 3,3 bis 3,5 Litern pro Passagier auf 100 geflogenen Kilometern. Das ist ein wahnsinnig großer Unterschied. So viel kann die Zeitersparnis gar nicht wert sein und das funktioniert einfach nicht. Was ich damit sagen möchte ist, egal wer demnächst irgendwann mal mit einem neuen Überschallpassagierflugzeug um die Ecke kommt, eine wirkliche Revolution bei der Art und Weise, wie man Flugzeug fliegt, wird es erst geben, wenn man mit dem Flugzeug genauso gut oder besser Geld verdienen kann, als mit dem heutigen Gerät, was man sonst so einsetzt. Da kann es noch eine ganze Weile dauern, man wird neue Antriebskonzepte durchgehen müssen, da gibt es ja schon genug Ideen oder genug, was da im Hintergrund passiert, aber ganz so einfach ist das nicht. Überschallflugzeuge gab es schon und das hat auch alles mal funktioniert, aber langfristig Geld verdienen, da wird man noch eine Weile für brauchen. Und genauso, vielleicht nur nicht ganz so deutlich, aber genauso ist es auch bei den Ultralangstrecken. Denn Ultralangstrecken fliegen, das kann man schon eine Weile. Spätestens seit der Boeing 777-200LR. Die wurde im Jahr 2006 in Dienst gestellt. Spätestens mit diesem Flugzeug kann man so gut wie jedes Städtepaar auf der Welt miteinander nonstop verbinden. Das Flugzeug hat Platz für knapp 300 Passagiere, wenn es denn von der Fluggesellschaft so ausgestattet wird, und fliegt dann mit 203.000 Litern Kerosin ganze 17.445 Kilometer weit. Wenn man dann noch ein bisschen mit der Beladung gespielt hat, beziehungsweise mit der Sitzplatzanzahl, sprich die Nutzlast dementsprechend runtergeschraubt hat, dann ging der mit der Reichweite auch noch ein bisschen mehr. Und das war tatsächlich bis Mitte 2018, der Rekord für das zivile Flugzeug, nicht militärische Flugzeug, was am weitesten fliegen konnte. Mitbewerber war damals noch der Airbus A340-500. Der konnte ähnlich weit fliegen. Auch hier konnte man, indem man die Nutzlast deutlich runtergeschraubt hat, noch ordentlich was an Reichweite rausholen. Also das Flugzeug konnte man auf jeden Fall für so gut wie alle Ultralangstrecken einsetzen. Das Flugzeug hat dann aber nochmal ein bisschen mehr Sprit verbraucht, musste nochmal etwas mehr Kerosin mitnehmen und so passten in die Tanks des A340-500 ganze 215.000 Liter Kerosin. Und so war das Flugzeug dann zum Beispiel bei Singapore Airlines auf der längsten Nonstop-Verbindung der Welt unterwegs, von Singapur nach New York. Das ist auch heute wieder die längste Nonstop-Verbindung der Welt, nachdem man jetzt ein paar Jahre lang Pause gemacht hatte. Mit dem A340-500 flog man das, soweit ich weiß, von 2004 bis 2013 und das Flugzeug verbrauchte auf dieser Strecke pro Flugstunde etwa 8 Tonnen Kerosin, also 10.000 Liter davon. Mit einem ganz, ganz großen Nachteil, es saßen auch nur maximal 100 Leute in diesem Flugzeug. Alles Business Class, da passten einfach nicht so wahnsinnig viele Köpfe rein. Bei ungefähr 850 Stundenkilometern Reisegeschwindigkeit ergibt das einen Spritverbrauch von, bei einem vollbesetzten Flugzeug, von etwa 12 Litern Kerosin pro Passagier pro 100 Kilometer. Jetzt versteht ihr vielleicht, wozu es das lange Vorgeplänkel zu der Concorde gab. Der Verbrauch pro Passagier pro geflogenen 100 Kilometern war hier durchaus wieder miteinander vergleichbar. Ganz klar ist dabei, der A340-500 hätte mehr Passagiere mitnehmen können, hat er hier aber in diesem Beispiel nicht gemacht, weil in dem Moment, wo ich die Spritpreise auf die Kunden abwälzen muss, indem ich die Ticketpreise immer weiter erhöhe, also ein Hin- und Rückflug mit diesem A340-500 in der Business Class, weil es wurde ja zuletzt dann nur noch Business Class angeboten, hat knapp über 8.000 Euro gekostet. In dem Moment, wo ich das auf die Ticketpreise abwälzen muss, dann muss ich auch das richtige Produkt anbieten. Und ich schränke den Kundenkreis immer weiter ein. Und auf lange Sicht ist das oder war das einfach nicht tragbar. Bei der Boeing 777-200 in der Long-Range-Variante war diese ganze Thematik zwar noch nicht so schlimm, aber auch dieses Flugzeug war einfach noch nicht sparsam genug, um diese ultralangen Non-Stop-Verbindungen gewinnbringend anbieten zu können und auch für einen Kunden zu vertretbaren Preisen anbieten zu können. So, und jetzt kommen endlich die neuen Modelle ins Spiel, also A350 und Boeing 787. Denn tatsächlich wurde die 777-200LR reichweitentechnisch erst Mitte 2018 durch den A350 in der Ultra-Long-Range-Variante abgelöst. Denn dieses Flugzeug kann jetzt mit nur 165.000 Litern Kerosin an Bord. Da erkennt man schon, wo es hingeht. Heißt, diese Maschine tankt 40.000 Liter ungefähr weniger als die 777-200LR und trotzdem kann man mit diesem Flugzeug 300 Passagiere ungefähr, sogar ein bisschen mehr, ganze 18.000 Kilometer weit befördern. Und um das jetzt perfekt vergleichen zu können, nehmen wir wieder die aktuell längste Verbindung der Welt, heißt den Flug von Singapur nach New York. Da verbraucht man jetzt mit dem A350 in der Ultra-Long-Range-Variante. Mit diesem Flugzeug wurde die Strecke ja wieder eröffnet,
Durchschnitt im Jahr 2018, da verbraucht man jetzt knapp 5,8 Tonnen Kerosin pro Flugstunde. Und das ist natürlich ein riesengroßer Unterschied im Vergleich zum A340-500, der die knapp 8 Tonnen pro Flugstunde gebraucht hat. Und so kommt man jetzt mit dem A350 auf einen Pro-Kopf-Verbrauch für 100 geflogene Kilometer von ziemlich genau 5 Litern Kerosin. Und das war eben genau der nötige Schritt, das nötige Plus an Effizienz, was man gebraucht hat, um diese Flüge, diese Ultralangstrecken für die entsprechende Kundschaft zu den richtigen Preisen anbieten zu können und um damit gleichzeitig dann auch noch Geld verdienen zu können. Tja, und ähnlich funktioniert das dann auch bei der Boeing 787-9, bei der Version der 787, die am weitesten fliegen kann. Und je nachdem, wie viele Einschränkungen man wieder beim Thema Nutzlast machen kann, kann man mit der 787-9 auch mit knapp 300 Passagieren über 14.500 Kilometer weit fliegen. Und wenn man es dann auch wirklich drauf anlegt und wirklich so viele Leute auch auf Ultralangstrecken in ein solches Flugzeug stopft, dann erreicht man auch auf diesen wahnsinnig langen Strecken Verbräuche von unter 3 Liter pro Passagier pro geflogenen 100 Kilometer. Was echt ein großer Schritt beim Thema Effizienz ist. Aber so, wenn man dann diese langstreckentauglichen Bestuhlungen hat und so weiter, wird man irgendwo bei den Verbräuchen des A350-900 rauskommen. Übrigens, dass die Spritverbräuche auf diesen Ultralangstrecken pro Passagier pro geflogenen 100 Kilometern mit 5 Litern ungefähr, was schon echt ein guter Wert ist, nochmal ein ganzes Stück höher liegen als das, was man mit 3,5, 3,6 Litern so im Durchschnitt erreichen kann, bei allen Flugzeugen in der deutschen Luftfahrt so zusammengerechnet. Das liegt vor allem daran, dass man für den Sprit, den man für eine so lange Strecke braucht, dass man dafür extra Sprit mitnehmen muss, um diesen schleppen zu können. Das macht diese Ultralangstrecken aus Umweltsicht dann doch auch nochmal eine ganze Ecke bedenklicher als normale Langstrecken. Ich kenne jetzt zwar nicht die genauen Werte für den Airbus A350, aber ihr könnt davon ausgehen, dass bei einem großen Verkehrsflugzeug für 1000 zusätzliche Kilos, die das Flugzeug schleppen muss, ob das jetzt in Form von Sprit ist oder in Form von Passagieren oder was auch immer, dass man da ja pro Stunde knapp 30 bis 45 Liter extra Kerosin für benötigt. Und gerade bei Flügen, die dann weit über die 10 Stunden hinausgehen, da wird es dann echt ein bisschen problematisch. Man muss auf diesen Ultralangstrecken also immer mehr Kerosin dafür mitnehmen, um das Gewicht des Kerosins auch wirklich tragen zu können. Nichtsdestotrotz sorgen Flugzeuge wie die Boeing 787 oder der A350 jetzt endlich mal dafür, dass die Fluggesellschaften solche Strecken dann auch gewinnbringend und effizient anbieten können. So wurden 8 der aktuell 10 längsten Flugverbindungen der Welt in den letzten 3 Jahren eröffnet und die längste Flugverbindung sowie auch 5 weitere aus dieser Top-10-Liste werden mit dem A350 oder mit der Boeing 787 bedient. Und das muss schon was heißen. Und das ruft neben Fluggesellschaften wie Qantas oder Singapore Airlines, die seit Jahrzehnten bereits Ultralangstrecken ankündigen und dementsprechend dann auch immer Stück für Stück umsetzen, auch Fluggesellschaften wie Air Tahiti auf den Plan. Diese Fluggesellschaft hat jetzt nämlich ihre erste Boeing 787-9 und denkt jetzt laut darüber nach, demnächst vielleicht die längste Nonstop-Verbindung der Welt eröffnen zu wollen. Und zwar die Strecke von der Hauptstadt Tahitis aus nach Paris. Das wären auf der kürzesten Verbindung etwa 15.700 Kilometer, die da zurückgelegt werden müssen und damit knapp 400 Kilometer mehr als auf der Strecke Singapur-New York, die aktuell auf dieser Top-10-Liste ganz oben auf Platz 1 steht. Dafür müsste man zwar einiges am Flughafen auf Tahiti stehen lassen, denn um mit der 787-9 diese Strecke auch wirklich fliegen zu können, sicher fliegen zu können, muss man echt einige massive Einschränkungen beim Thema Nutzlast machen. Für diese spezielle Aufgabe wäre da vielleicht ein Airbus A350-900 in der Ultra-Long-Range-Variante besser geeignet gewesen, aber die Fluggesellschaft aus Tahiti hat sich nun mal für den Dreamliner entschieden. Und wer weiß, so bleibt das beim Thema längste Nonstop-Verbindung echt auch im Jahr 2019 spannend. Und vielleicht gibt es schon in diesem Jahr dann bald einen neuen längsten Flug der Welt. Und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren wieder ein paar interessante Informationen und ein paar interessante Zahlen mit dabei. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich freue mich sehr auf euer Feedback und auf eure Meinung zu dem Thema. Denn ja, das mit den Ultralangstrecken, da kann man durchaus drüber diskutieren, ob das jetzt wirklich so viel wert ist, dein Flugzeug mit 200.000 Litern Kerosin loszuschicken oder jetzt mit dem A350. Vielleicht mit knapp 170.000 Litern Kerosin, obwohl man doch durchaus ein bisschen was sparen könnte, wenn man einfach 3-4 Stunden mehr auf sich nimmt und vielleicht über 1-2 Drehkreuze mehr fliegt, als dann nonstop zu fliegen. Aber gut, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wie gesagt, zum aktuellen Zeitpunkt ist es mit diesen Flugzeugmodellen durchaus möglich geworden, diese Strecken gewinnbringend anzubieten. Mich würde natürlich auch mal interessieren, was ihr schon alles so an Ultralangstrecken geflogen seid und was ihr da für Erfahrungen mit rausgenommen habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.